Die 45. Folge Warcraft 3 Reforged. Kann ich helfen? Unsere Goldmine gibt nicht mehr viel her. Kann ich dienlich sein? Ich bin es leid zu warten. Kriegshäuptling. Endlich. Hey, das sind meine Katapulte nicht mehr in Ordnung. Ich habe geschlossen. Das ist der gute Wahlmann. Alles verloren hier oder was? An Einheiten. Das gibt's doch nicht. So ein Kokolores. Was ist mit denen? Abgestiegene. Rache für Sultin. Rache für Sultin. Was ist das? Oh, der Chimärenhorst. Habe ich noch irgendwelche Hexendoktoren? Nee, ne? Das ist der Chimerius. Was? Zeit für ein bisschen Blut vergießen. Die Chimären, die sind wirklich ein bisschen. Komm, alles auf den. Alles, was wir haben, auf den jetzt. Hymnenclan ist unbesiegbar. Ach, die Chimären sind echt widerstandsfähig. Seid gegrüßt, Gormarsch. Manowort, das kann nicht sein. Ich komme, um euch und eure Brüder heimzuholen. Zwar habt ihr Orks die brennende Legion enttäuscht, doch nun werdet ihr uns wieder dienen. Nein, wir sind frei. Dumme, jämmerliche Kreatur. Ich bin die Wut in eurem Herzen. Ich bin eure rachsüchtigen Gedanken. Ich allein gab euch die Macht, Chaos in die Welt zu tragen. Und bei der endlosen Leere, das werdet ihr auch. Tja. Das hätte ich euch gleich sagen können, Orks. 1:08. Wo die wilden Windreiter wohnen, zur selben Zeit am Fuße des Steinkrallengipfels. Sind wir wieder beim Thrall wahrscheinlich.
Kriegshäuptling, wir haben den Gipfel wie befohlen erkundet. Die Menschen haben bis ganz zur Spitze hinauf Befestigungen angelegt. Was haben Sie vor? Wenn Sie auf einen Kampf aus sind, hätten Sie schon genug Gelegenheiten gehabt. Ishnea Lopora, junger Kriegshäuptling. Kern, was macht ihr denn hier? Unsere Schuld bei euch Orks kann nur mit Blut beglichen werden. Wir helfen euch, das Orakel zu finden. Doch diese gepanzerten Blasshäute sehen gefährlich aus. Diese Blasshäute nennt man Menschen. Das sind unsere Feinde von jenseits des Meeres. Sie scheinen uns vom Gipfel fernhalten zu wollen. Die Weisheit des Orakels gehört allen. Vielleicht können uns die Wyvern helfen, die in der Nähe leben. Sie sind Eindringlingen nicht wohlgesonnen. Zerstört die Menschenbasis beim Gipfel. Blau. Die hellblauen nicht. Die dunkelblauen. Sind gemeint offensichtlich. Okay. Also weiter. Was soll ich tun? Erstmal schauen, was kann der überhaupt? Zieht auf. Ausdauer-Aura. Oh. Bewegungsgeschwindigkeit. Aha, okay. Cool. Ishnupora. Und die Tauren, die sind ja eh ziemlich widerstandsfähig. Das sind, glaube ich, die schweren Einheiten der Orks. So quasi das Ritter-Äquivalent. Oder das Äquivalent zu diesen komischen untoten Bestien. So, du kannst ein Level aufsteigen. Lässt den Boden beben, füge. Das hört sich gut an. So, was Holz angeht, da passiert ja jetzt nicht so viel. Arbeit, Arbeit. Und vielleicht nochmal so ein Bau. Alles klar. Bereit zur Arbeit. Ach so, die bestialische Kraft, das ist sozusagen nur eine Verbesserung der Orks, aber sonst nix. Oder der Grunzer. Aber es gibt ja noch diese Wut, wo die so wachsen und so weiter. Was ist das dann eigentlich? Vielleicht kommt es noch, oder? Oder ist das ein Zauberspruch? Bereit zur Arbeit. Forschung abgeschlossen. Lokregal, Nogul. Arbeit abgeschlossen. Bereit zur Arbeit. Ich kann hier nicht arbeiten. Die Geister. Mal schauen, was hier unten noch ist. Bereit zur Arbeit. Ja. Oder kommt was? Ich bin der Kriegshäuptling. Ist das so? Wie kann ich dienlich sein? Arbeit abgeschlossen. Forschung abgeschlossen. Wir werden angegriffen. Das kann ich. Die Geister sind ruhelos. Okay. Ich glaube, da bin ich ein bisschen überfordert. Für die Ehre. Könnten wir aber zusammen angehen, das also Thema. Weiter. Niemand will
Die Mama haut einfach ab. Auch machen. Was ist das? Ein entweihter Brunnen. Dieser Ort wurde entweiht. Ich spüre, dass die Geister geflohen sind. Und weiter? Arbeit abgeschlossen. Also weiter. Töte den Zentauren-Kahn, bringt die Glyphe der Reinigung zum Brunnen. Aha. Für die Ehre. Alles klar. Okay. Die Geister sind ruhelos. So ein Bestiarium fehlt mir ja noch, sehe ich gerade. Aber gern. Wir werden angegriffen! Aber gern. Lockere Garno Ghoul. Eure Zeit ist gekommen. Genau. Ich bin der Kriegshäuptling. Wir brauchen mehr Holz. Ausbau abgeschlossen. Was ist mit denen los? Forschung abgeschlossen. Sie haben auch kritische Trefferchancen. Das ist ja cool. Hat jemand den Arzt gerufen? Ja, ich höre den Ruf. Arbeit abgeschlossen. Forschung abgeschlossen. Wir brauchen mehr Holz. Wir brauchen mehr Holz. Alles klar. Ihr braucht meine Hilfe? Verzag nicht, Jüngelchen. Hat jemand den Arzt gerufen? Hat jemand Jüngelchen zu mir gesagt? Ich kann helfen. Bereit zur Arbeit. Gut gemacht. Lockregal, Nogul. Ja. Forschung abgeschlossen. Ja. Bereit zur Arbeit. Die Harpien haben die Wivern versklavt. Ich warne euch, alter Narr. Der Steinkrallengipfel gehört uns. Hier kommt niemand lebend raus. Ob Mensch oder Monster. Zum Angriff, Schwestern! Mhm. Niemand wird überleben. Für die Ehre. Undabu. Forschung abgeschlossen. Ja. Also weiter. Die Geister sind ruhelos. Forschung für die Ehre. Undabu. Meine alten Knochen schmerzen. Was gibt's denn da? Meine alten Schönes. Nichts Besonderes, okay. Lockregal. Was ist hier? Undabu. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier mich hier so weit vorwagen sollte, weil eigentlich ist das hier alles ungeschützt und ich habe hier auch nichts gebaut und das passt mir jetzt eigentlich gerade gar nicht so richtig in den Kram hier. Also weiter. Ich bin der Kriegshäuptling.
Lapnarash! Ja. Was ist denn das hier? Ach, da sind die Wyvern, okay. Für ja, die will ich da weiterlaufen? Ich bin jetzt ehrlich unschlüssig, ob ich das will. Undaru. Eure Zeit ist gekommen. Forschung abgeschlossen. Rache für Sultrin. Für die Ehre. Für Schicksalshammer. Das Inventar ist voll. Die Erdenmutter ist nah. Ein Sturm zieht auf. Ich bin der Kriegshäuptling. Forschung abgeschlossen. Für die Horde. Niemand wird überleben. Eure Zeit ist gekommen. Okay, sind wir fast dort. Ja. Nee, ist eigentlich nicht. Eigentlich sind wir nicht fast dort. Undaru. Wonach steht euch der Sinn? Unverzüglich. Rache für Sultrin. Ja, das war genau das, was ich vermutet habe. Das läuft nämlich nicht gut, weil ich jetzt hier niemanden habe. Verzagt nicht, Jüngerchen. Wonach steht euch der Sinn? Lockere Garn, Ogul. Was knacken? Meine alten Knochen schmerzen. Genau. Also weiter. Das war jetzt allerhöchste Eisenbahn. Das kann ich. Wir könnten jetzt auch mal tatsächlich eine zweite Kaserne bauen. Und dieses Tauren-Ding könnten wir mal bauen, fällt mir gerade mal so ein. Das kann ich. Rache für Sultrin. Die Geister sind ruhelos. Ich scharre schon mit den Hufen. Ich höre den Ruf. Ein Sturm zieht auf. Was? Geister sind ruhelos. Ich kann helfen. Arbeit abgeschlossen. Mein Leben für die Horde. Alles klar. Das kann ich. Aber gern. Flächenschaden, das ist gut. Ich scharre schon mit den Hufen. Also weiter. Rache für Sultrin. Lass knacken. Lockere Garn, Nogul. Lass knacken.
heißt, ich scharre schon mit den Hufen. Wir haben keinerlei. Sehe ich das richtig? Keinerlei. Arbeit abgeschlossen. Forschung abgeschlossen. Medizinmänner im Moment, oder? Wir haben keinen Kodo. So kann man nicht arbeiten. Rache für Sultrin. Arbeit abgeschlossen. Wir brauchen mehr Holz. Alles klar. Das kann ich. Arbeit, Arbeit. Hat jemand den Arzt gerufen? So. Naja, eine kleine Grundlage haben wir geschaffen. Wir können uns jetzt echt überlegen, ob wir vielleicht den Weg hier doch noch weitergehen. Soweit ist es ja nicht mehr. Forschung abgeschlossen. Vielleicht, wenn der nächste Angriff durch war, dass man dann mal startet oder so, könnte ich mir vorstellen. Ja, aber bis dahin natürlich erstmal wieder zu Ende mit der Folge und bis zur nächsten. Macht's gut.